Showtime! Hallöchen, liebe YouTube-Freunde. Hallöchen, alle Leute im Livestream. Gib mal Five alle. Und jetzt mal offiziell ein schönes Wochenende gewünscht. Ja, für die YouTube-Leute, wir haben gerade gewotet. Schwierige Spiele am Start, so haben dies und jenes, welches und auch das und auch und das andere auch. Und haben uns dann für dieses entschieden. Und den Titel seht ihr ja schon jetzt, also The Cave oder so. Was uns erwartet, wissen wir nicht. Wir haben gerade auch schon das erste Wunder hinter uns. Ja, Hypnos World besteht ja sowieso recht viel aus Mystik und Wunder und Moment, meine Haare. Ja, so ist es. Und ebenfalls wollte ich gerade die Spieledefinition machen und das Spiel wurde schon definiert. Es ist schon da. Also das Spiel, ich habe es anscheinend schon mal gemacht, kann mich aber nicht dran erinnern. Das heißt also, ich war wieder, also Hypnotiker hat es wahrscheinlich gemacht. Ich bin jetzt Cosima, übrigens, wer es nicht weiß, ich bin gerade Cosima. Also Hypnotiker ist immer die, die so ein bisschen so neben der Spur so völlig da. Aber Cosima, ich bin ganz normal, ich bin bei mir, braver Bürgermensch und so und rede auch normal. Die Welt ist also im Moment in Ordnung. Ja, ist wirklich so. Und gehen wir mal rein. Also ein Trailer scheint es nicht zu geben. Es gibt gar nichts eigentlich. Bei dem Spiel kannst du nichts machen. Also wir haben gerade versucht mal zu gucken, wegen hier und da und hast nicht gesehen. Aber da ist nichts. Also was uns jetzt erwartet, wissen wir auch nicht. Ob uns nichts erwartet oder ob uns alles erwartet, wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir wissen, dass wir jetzt starten und dass meine Sprache gerade so komisch ist. Das ist schon die ganze Zeit, weil ich habe gestern getanzt und so. Und deswegen, ja, was erzähle ich dir? Soll ich mal eine Lebensgeschichte erzählen? Ja, los, lass mal reingehen. Mann. Machen wir keinen Stress. Wir wissen noch nicht mal, ob wir es mit Controller spielen können oder ohne. Ich habe den jetzt aber auf Provisionsbasis erstmal angeschlossen. Und dann schauen wir mal, was geht. Okay, Mann? Ja, also, wir schalten mal um. So, schön. Okay, geht's los. Seid ihr alle bereit? Auch für die YouTube-Leute? Soll ich starten? Okay, dann rein dann. Mal gucken, was uns erwartet. Ich weiß nicht, was los, ob es gut ist, schlecht, keine Ahnung. Ist, ne? Und auf jeden Fall, hey, so nun auch wieder nicht. Aber auf jeden Fall, ich habe es ja schon. Wir holen ja nicht irgendwelche Spiele, wo wir nicht denken, naja, also wir holen schon Spiele, wo wir denken, oh ja, könnte mal interessant sein, kann man sich ja mal angucken. Also, mal gucken, was geht, okay. Aber nicht so hohe Erfahrung und nicht runter, schraubt mal die Erwartungen runter, weil wir wissen ja, also immer locker bleiben, weißt du doch, los jetzt. Mal gucken, ob es kommt. Komm gar kein Ding. Ja. Oh, boah. Oh, kommt doch was geil! Ey, das kommt mir bekannt vor. Wir machen mal nichts. Jetzt haben wir ein Geräusch, vorhin war kein Geräusch da. Wir müssen noch die Lautstärke einstellen. Zeig mal her. Hab ich jetzt erstmal auf 50 stehen. Wir warten. Vielleicht kommt ja ein Trailer oder sowas. Ich bin gebannt, obwohl ich dich erst nach 3 Tagen kenne. Michael, danke dir, Digga. Erstmal gucken, ob ein Trailer kommt. Das ist gerade eine Sternschnuppe. Wünscht euch was. Das ist gerade eine Sternschnuppe gefallen. Scheint kein Trailer zu kommen, oder? Doch, Michel, ich habe das verstanden. Aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Gründe. Manchmal sind Gottes Wege unergründlich. Weißt du? Allah Akbar. Shalom, 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 Salami. Verstehst du? Mein erster Account ist ja auch gebannt. Digga, was geht? So, pst, ruhig, wir müssen kurz. Oh, das zieht rein. So, welche Lautstärke haben wir denn? Wir sind bei
Pass mal auf, wir lassen mal 50 erstmal, weil er schlägt gut aus. Wir lassen mal 50 und gucken, wie es sich so entwickelt, okay? Ja. Wenn es zu laut ist, können wir ja immer noch. Ich gucke, ob es zu stark im roten Bereich schlägt. Ansonsten schauen wir, ob sich das noch so, ne? Und dann werden wir ja sehen. Und Kev. Pfeif. Niemand hat nichts gemacht. Man hat immer irgendwas gemacht. Ja, ich war ja auch schon heute aufs Töpfchen gewesen. Also machen tut man immer irgendwas. Schoko sagt 50 Top, sagt er. Okay. So, ich wollen wir mal. Komm, wir drücken mal auf die Funktion, gucken mal, ob es hier funktioniert. Wow. Habt ihr das gesehen? Krasser Scheiß, Alter. Wir haben gerade in Option geguckt. Oh, der Weltraum ruft mich an. Moment. Hallo? Ah, nee, mein anderes Telefon. Das ist mein anderes Telefon. Hallo? Ja? Bei mir ist alles etwas grüß. Bei mir ist alles etwas größer. Digga, Alter. Der war gut, Mann. Von dem Telefon zu dem Telefon. Von dem Telefon zu dem Telefon. Das ist mein alter Schild. Das Spiel ist gut, es gefällt mir. So, mal anfangen, Mann. Ach, Mann, so. Oh, Digga. Okay. Boah, geht gut ab hier. Tschüss. Extras. Höhlenmalerei. Scheint zu gehen. Geil, wir haben auf jeden Fall Controller, Mann. Created by Lord Programmer. Lad Designer LP Lad Braden. Lord Sol. Nicht so schnell. Character at David Gardner. Environment at Neck Gave of Notes. Freddy Lane. VFX Lydia. Concept Art Derek. Tesh Art Taylor Hurt. Andrian Melon. Man muss, wenn man das nächste Mal einschaltet, das Spiel durchgespielt hat, ist es nie wieder. Warte mal, das Schöne an Cozy Streams ist, dass man keine Angst haben muss, wenn man das nächste Mal einschaltet, das Spiel durchgespielt ist und nie wiederkommt. Genau. Spielt, dann können wir uns ja direkt das nächste Spiel raus. Ey, mach doch. Lucy, ihr seid schon wieder ganz schön gestresst, finde ich. Ich sehe schon, viele kommen mit meinem Spieltempo schon wieder nicht mehr mit. Los. Ach, hier sind wir. Ich habe mich schon gefragt, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Natürlich zum Hauptmenü. Ja, überleg mal. Überleg mal. Sonst kommst du ja gar nicht voran. Hey, kein Stress. Geht ja los. Achtung, neues Spiel starten.
Bist du sicher? Bist du sicher? Ja, ich würde gerne spielen lassen. Digga, der ist gut. Ja, ich bin mir sicher, dass ich spiele. Warte, 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 warte. Ja, ich möchte das überschreiben. Da war noch gar nichts gewesen. Ich habe noch gar nichts gemacht. Was erzählst du? Wer hat denn das Spiel gespielt? Bist du, willst du mich verarschen, alter Schwede? Ich habe das Spiel noch nie gespielt, Mann. Wer ist denn hier noch in meiner Wohnung? Wer spielt hier meine Spiele? Ja, auf das ich muss erstmal einen Schluck trinken, Mann. Junge, Junge, Mann. Also für die YouTube-Leute, nicht verwirren lassen. Hier, das ist alles müßen. Ich habe noch nicht gespielt, dieses Spiel. Ja, nicht verwirren lassen. Ja. Also, ja, aber das ist... Jetzt geht's los. Welcome. Don't let my sultry and mysterious voice startle you. For hundreds, nay thousands, nay tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for. Even fewer ever leave. Welcome to the cave. That's me. The cave. Yes, yes, I'm a talking cave. Don't laugh. It makes dating hell. Besides, I have a really interesting story to tell you this evening, so pay attention. It's a story of seven people and a glimpse into a dark place in each of their hearts. But be careful before you judge. There is a dark place in your heart as well. Someday you will find yourself descending my depths in search of what you desire. And you might not like what you find either. But enough about you. This is about them. Ah, ich kann mir, glaube ich, eine Spielerfigur aussuchen. Warte mal, stimmt, den Titel muss man noch ändern. What you gonna do, wonder what you gonna do, wonder what you gonna do, wonder what you gonna do for me, what you gonna do, lulu. The hillbilly. On this fine night, he searches for his true love. But does desire burn too brightly in his heart? Soll ich den nehmen, oder? Ah, the time traveler. She is here to right a wrong a million years in the making. Fortunately for her, yesterday is a new day. The knight. He is on a quest for a sword of unequaled power and prestige. But will he find it before anyone else gets hurt? Könnte ich da schon weiterlaufen oder was? The scientist. She is on the cusp of a great discovery for all of humankind. And 100 million lives hang in the balance. Salam alaikum. Dsch, gefallen. The adventurer. She is hot on the trail of her lost companions and unequaled ancient treasure, but not necessarily in that order. The twins. They just want to go outside and play. What could be more innocent than that?
Ah, the monk. He seeks his master so he can become the master. It's a journey filled with peace and enlightenment. And murder. Murder? Sorry. And murder? The murder! Murder! Das ist ein Mensch! Das ist ein Mörder! So, welchen nehmen wir denn? Den Hillebilly? Oder welchen wollen wir denn nehmen? Die Zeitreisende? Die Wissenschaftlerin? Die Zwillinge? Die Abenteurerin? Der Mönch und der Ritter. Was meint ihr, Leute? Ich finde auch die Zwillinge ganz gut. Ich würde auch sagen, die Zwillinge. Die sehen so herrlich emo-mäßig aus. Wir nehmen mal die Zwillinge. Vielleicht müssen wir alle ja nehmen. Aha. Brecheisen. Dings, kann ich dir um etwas bitten? Natürlich. Du darfst dich ruhig hinsetzen jetzt. Setz dich jetzt ruhig hin, Lord Blocks. Entschuldigung, dass ich vergessen habe, dir das zu sagen. Du kannst dich jetzt ruhig hinsetzen. In dem Spiel von unten sehen, dass du vielleicht deine Cam oben machen könntest. Echt jetzt? Können wir mal machen. Wenn du meinst, können wir mal gucken, ob das so ist. Wem wollt ihr denn jetzt sehen? Vielleicht die oder die. Sagt es mir doch bitte, wo soll ich denn für euch sein? Denn ich bin überall, ich bin Hypnos World. Die. Okay. Natalu, disch gepfeif. Du, Papa Dibu. Yeah. Oh. Alter. Ne? Nicht? Spring? Was? Ach, sollen noch mehr mitkommen oder was? Maradim, dsch, gepfeift. Und alle neuen, dsch, und alle alten, dsch, gepfeift. Ne?
Hm. Dann müssen wir noch mehr mitnehmen. Wen wollen wir noch mitnehmen? Vielleicht müssen wir mehr mitnehmen. Wem sollen wir noch mitnehmen? Wem sollen wir noch mitnehmen, Leute? Coffee Lady sagt dem Mönch. Wem nehmen wir noch mit? Den Hillebilly? Wie wär's mit dem Mönch? Die Der Hillebilly sieht lustig aus, oder? Okay. Den Mönch? Und den Ritter. Der Ritter. Maradim, herzlich willkommen im Wahnsinn. Vielleicht müssen alle mit. Ich glaube, es müssen alle mit, kann es sein? Vielleicht müssen ja alle mit. Ja, alle müssen vielleicht mit. Vielleicht darf aber nur einer die Brechstange nehmen. Schauen wir mal. Wir bringen mal alle hier hin. Gucken, was passiert. So, jetzt sind wir alle da. Vielleicht müssen wir auch alle da lang laufen. Sag mal her. Ah, müssen alle hier lang. Scheiße. Haha, Digga. Lauf! Ich wette, wir müssen alle da lang. Wir müssen bestimmt alle nehmen. Okay, dann nimm mal. Jetzt geht's ab, Digga. Aber wir müssen wahrscheinlich alle nehmen. Könnt ihr was sehen? Ja. Ne? Jetzt los. Was denn jetzt? Hey! Heb das auf, bitte! Ah, jetzt! Ah, dann muss ich die alle nehmen. Okay, dann nehme ich die alle. Ah, die hat ja ein Holzbein. Oh, ja. Okay, dann. Okay, dann holen wir erstmal die anderen hier nach. Okay, warte. Yeah. Maradim, danke dir. Voll süß von dir.
Oh, ich will die nicht alle da hinten her. Oh, ich muss die alle herholen, Alter. Muss ich denn. Boah, jetzt. Jetzt geht's los, ja. So, Story Beginning. Hüpf. Oh, falsch. Der Mensch fängt an. Nein. Huch. Oh, beinahe. Oh nein! Jetzt muss ich die drei nehmen, sozusagen. Ah, gut. Da wir wollten ja. Das heißt, in dem Moment, wo wir da durch. Ja, genau, in dem Moment, wo wir da durchgehen, praktisch. Jetzt können wir hier praktisch entscheiden, wer durch, wer dann mitmachen soll. Ach, Meradim, Mensch, Meradim, nicht Maradim. Meradim. Ist das Junge oder Mädchen? Meradim, Mensch. Ist das Junge oder Mädchen? Was soll ich denn jetzt nehmen? Meradim? Weil ich dich falsch ausgesprochen habe. Was soll ich nehmen, Meradim? Junge, was soll ich hier nehmen? Soll ich nehmen... Oh, zeigt er die Namen nicht mehr an. Soll ich die Zeitreisende nehmen? Soll ich... Oh nein. Oder soll ich nehmen... Nein. Ach. Soll ich den Ritter nehmen? Soll ich... Die Abenteurerin nehmen? Meradim, was soll ich nehmen? Den Hillbilly? Den Ritter? Die Wissenschaftlerin? Michael zählt nicht. Michael ist ganz. Der zählt jetzt nicht, der darf nicht. Klar, jeder hat seine Fähigkeiten. So. Okay, dann also der Ritter, wie du sagst. Meradim, ich nehme den Ritter, wie du sagst. Okay. Und los geht's. Ausch! Oh, den ganzen Weg zurück? Das ist jetzt nicht dein Ernst, Alter. Wie, den ganzen Weg zurück? Das ist nicht dein Ernst, dass ich den ganzen Weg nochmal laufen muss. Wie war das gewesen? Kann ja nicht runter gucken. Okay, warte. Wo bist du jetzt? Hoch! Könnte alles sehen, ja, wa? Du machst zuerst. Das ist doch easy, wo war denn jetzt das Problem? Ah, ich ahne schon was. Gruppenarbeit und so. Ist da was drinnen, sag mal? Ah, ja. Hey. Guck mal, die kleinen Lämmchen, das sind Glühwürmchen. Die Reise ins... Läuft.
Au, beinahe ich. So, jetzt. Yeah, Leute. Oh, warte mal, hier steht ein Schild. Nicht rein. Nicht rein. Libby, Libby. Disch, gefallen. You break it, you buy it. Just saying. I don't think that bridge has been safety tested with more than 2 people. Ja, ich hab schon gemerkt. Ne? Die sagen nein. Ich meine, da oben ist ein Haken. Da ist ein Haken da oben. Naja, guck die ganze Zeit. Ja, ich habe Haken gesagt. Du hast mich gehört, oder? Kannst du mich hören? Hallo? Er kann mich hören. So, ich spring da ran. Haben wir vielleicht die Kinder mit dem Haken? Da ist ein Haken da oben. Nein! Was jetzt? Oh nee, Alter. Warte mal, passiert das immer, wenn ich... Wie mache ich denn das? Ich kann das irgendwie steuern. Diese Geisterkinder, wie kann ich das steuern, Mann? Anscheinend kann ich irgendwo durch Wände vielleicht gehen oder sowas. Da. Wie mache ich denn das? Krieger-Melli, dich gepfeift. Lass doch, Mann. Ah, so. Warte, ich glaube, ich hab's. Warte, ich glaube, ich hab's. Ah, ich glaube, jetzt habe ich es. Okay, warte. Das heißt also, ich darf die beiden gleichzeitig nicht drücken, sonst Katastrophe. Okay. Jetzt werde ich sagen, was stand da? Wirklich? Ja, wirklich. Der Mensch! Alter, das machen ja alle Figuren. Ich dachte nur die Zwillinge können sowas. Und Yumino, dich gefeift. Wir sind gerade mitten im Spiel, da geht es nicht. Muss dann andermal wiederkommen, dann können wir darüber reden. Wenn wir IRL machen, jetzt sind wir im Spiel. Dann kann ich das mit allen machen. Vielleicht muss jemand die Brücke irgendwie so... Wahrscheinlich muss dann jeder irgendwie was machen. Bestimmt muss hier oben einer ranspringen, oder? Da ist doch so ein Haken. Oder wir gehen jetzt alle auf die Brücke und fallen jetzt runter. Pass auf jetzt. Wir gehen jetzt alle auf die Brücke. Careful. If that bridge breaks, there might be no way back up. And by if, I mean when that bridge breaks. Who am I kidding? Am I kidding?
Wow. Nur für Angestellte. Du geh mal da gucken, vielleicht da gibt's was. Oh. Was hat er denn? Oh, I hope you're not here to visit the cave, because we're closed. A gruesome and horrific accident has occurred, and there's no way we can open. No way. I shudder to even describe to you what has transpired. For the nightmares will forever haunt your every thought. Well, if you insist. When I came in, we had no trinkets to sell in the gift shop. Ja, soll ich dir welche besorgen jetzt, oder was? Oh, the humanity. I'll never be the same. Some things you can't unsee. What am I gonna do now? Soll ich dir welche besorgen? Da, Postkarten. Ich hab hier Postkarten. Hier, willst du eine Postkarte? I can't lose my job. I need the health insurance. Ich hab hier eine da, Postkarte für dich. The cave is doomed without gifts. How am I gonna make my fiscal quarter projections now, huh? Wie, willst du, soll ich dir was anderes bringen? Was sagt er denn? You know, there is a way I could reopen. Allowing you fine adventurers to partake in the unique experience that only the cave has to offer. I just need three small trinkets to sell. Just three. Let me say that number again. Three. Take this giant novelty-sized key. It's cute, isn't it? Open the employee's back entrance. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift shop. Haste makes waste is a stupid saying. Still, get cracking. Mach das auf den. Three trinkets. It's not like I'm asking for 100 trinkets. Or even 5. That's the number of trinkets I need to reopen the cave. Ja, okay. Ich sag einmal meinen Kumpels Bescheid, okay? Ah, da, okay. Du da. Geh du mal zu dem Schloss, dein, da ist noch was anderes, Mann. Tag. Lass uns mal hier. Was hat er denn jetzt? Was war das denn jetzt? Mach auf die Tür. Was war denn das jetzt? Mach doch das. Warte mal, vielleicht kann der Mönch dir das Tier Mönch, mach mal, vielleicht passt ja der Schlüssel auch in dieses Schloss, kann ja sein. Tag, mach mal auf. Ja, der ist schön. Na gut, versuch, wiedersehen. Morning is okay. Oh, man kann ja, man kann ja sogar, Junge. Ach, wie, kannst du... Okay, dann, Warte mal, vielleicht kann ja sie ein paar Schrauben da unten... Nee. Boah, guck mal, das Wasser sieht geil aus. Guck da mal. So, Mensch, du bist dran. Nein, mach doch rein. Ja.
Geil. He is a funny little man, isn't he? I should probably fire him. I think he's dipping into the till. Hast du gerade gesehen? Man kann nicht runtergucken, das ist scheiße, Mann. Mit Anlauf. Yeah, läuft. Ich frage mich, ob ich irgendwelche anderen Figuren dazu hole oder so. Ich meine, ob ich wechsle oder sowas. Aber wahrscheinlich nicht, oder? Ja! Kann ich schwingen? Nee. Okay, dann. Guck mal, da ist doch ein Geheimversteck. Ja, wie komme ich da hin? Warte mal zurück. Da geht es auf jeden Fall nicht weiter, oder? Also wir müssen auf jeden Fall runter. Und wie komme ich da drüben rein? Guck mal, das ist ein Brunnen. Lass los! Lass los! Ah. Okay, dann holen wir die Menschen nach. Jetzt gibt es auf jeden Fall kein Zurück mehr. Aber siehst du, manchmal, wenn man nicht zurück kann oder kommt, kann man ja zurückjoinen. Bloß dann muss man den ganzen Weg nochmal gehen. Oh Mann, Alter. Drück bloß keine falsche Taste hier, Cosimon. Drück hier bloß keine. Ey, die laufen hinterher. Hä? Warum sind die jetzt hinterhergelaufen? Seltsam. Wir werden mal, wir kommen gut voran, oder? Haben wir jetzt auch einen Brunnen. Oh, 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 oh. Ah, jetzt geht's los mit diesem, dass man als Gruppe agieren muss. Dann nehmen wir mal lieber den Stahlmann, der ist ein bisschen stabiler. Ah, hier ist auch noch ein Brunnen, wahrscheinlich. Hier fehlt uns wahrscheinlich irgendwas zum Drehen, bestimmt. Gehen wir hin. Oh, nee, nee, nicht. Nein. Oh ja, mach da. Da kann man noch runterfallen. Aber wir machen erstmal hier. Geh durch. Ja. Na, geh doch. Geh durch. Nein, bitte nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nochmal. Vielleicht kräftiger ziehen. Ja, da passt doch keiner durch. Vielleicht die Kinder. Gut, dass sie die Kinder dabei haben. Vielleicht passen die Kinder durch. Warte mal, wo ich bin. Hier ist mal was machen können mit dem Stangen, mit der Stange. Nein. Nein. Okay, geht durch. Geht durch. Oh Mann, das ist gruselig, wenn die das machen. Anscheinend kann man nicht durch. Das heißt, wir müssen erst runterspringen. Okay, dann die Kinder. Lass einmal. Oh, jetzt muss man das Gehirn einschalten auch noch. Ach du Scheiße. Warte mal, hier ist auch ein Hebel. Doch! Nein? Leerer Sicherungskasten. Da ist ein leerer Sicherungskasten, okay. Was ist hier? Ah, das ist jetzt bestimmt oben der zweite hier. Hm, okay. Oh, jetzt wird's kompliziert. Was ist denn jetzt passiert? Also hier ist nichts. Hat sich irgendwo...
Ich muss irgendwie eine Sicht. Ob ein Eimer Wasser nach oben gegangen? Lass mich mal kurz überlegen. Nein! There's no dying in the cave. At least not this soon. So much left for them to learn. Was denn jetzt? War hier oben noch mal was gewesen? Warte mal her. Komme ich da jetzt oben an diesen Strick ran? Sag mal her. Ja! Cool. Das heißt, ich komme auch wieder hoch. Okay, da brauchen wir irgendwie. Schauen wir mal hier. Oh, eine Glocke. Komm, wir schlagen mal die Glocke. Und. Ja. Mann, Alter, ich bin erschrocken. Ja, wie soll ich den töten, Alter? Das ist ein Riesenmonster, Alter. Aber spring mal rüber. Like I said, there's no dying in the cave. Ich dachte, ich kann über den rüberspringen, weil der ja schläft oder so. Ey, der bewacht bestimmt die Sicherung. Ey, 100 Pro bewacht der die Sicherung oder so. Der muss wahrscheinlich darauf. Genau, ich muss rüberspringen? Nee. Ja, das schaffe ich ja so schnell alles gar nicht. Dann macht das. Warte mal, der Ritter! Der Ritter ist ja immun gegen Feuer vielleicht. Ja, der ist vielleicht immun. Lass mal gucken. Truth is, I can't let anyone die in here because of what it would do to my insurance rates. Was mit versicherungstechnischen Gründen? Warte mal, da kann ich ja hoch. Ja, guck mal hier. Ja, ja, ja. Ah, ey, das Schwert wo? Und jetzt? Ein Bauernjunge. Auszoomen. Weiß ich nicht, mach mal. Hä? Ich hab das erste Bild, glaube ich, gefunden. Könnt ihr das sehen? Okay, mehr. Okay, zurück. Oh! Da! Ja, aber das ist der Drachen. Ja, da ist ja gar nichts dran. Dann. Okay, I think they're just dying for fun now. Oh, das Dings hat vibriert hier. Ah, guck mal hier. Ja, soll ich, hä?
Hä? Krieg ich noch niemals hin. Und ist der? Das ist der. Passen? Ne, der kommt ja da gar nicht in diese Dings rein. Wie soll er denn da hinkommen? Oder ich muss rüber. Mann, das schaffe ich nicht. Was ist das, Alter? Warte mal. There's no dying in the cave. Ja, der kommt doch nicht so weit. Der kommt ja nur bis. Vielleicht so. Komm noch. Komm noch! Apparently I'm the only one down here who doesn't want anyone to die. Ja, weiß ich auch nicht, Mann. Hier ist ja nichts weiter. Hier haben wir noch einen Eimer Wasser. Und die Sicherung ist nicht. Kann ich da das Dings reinpacken? Mach mal das Brecheisen da rein als Überbrückung. ich kann hier erstmal nichts machen. Und hopp. Und hopp. Nee. Und da hinten ist das, der für den Mönch. Guck mal, da hinten ist der Mönch. Komm ich da. Ja. Also was kann ich jetzt machen? Der Typ ist, ich kann nur die Glocke schlagen. Aber ich muss mal ganz schnell wechseln. Mal gucken, wie weit der Haken runter geht. Sag mal ja. Mann, ich wollte zurückspringen, bin nicht mal zum Zurückspringen gekommen, Alter. Ich dachte, ich kann hier so ein bisschen vorlocken, dass er da reinspringt in diese Kuhle vielleicht oder so. Warte mal, vielleicht wenn da vorne. Warte mal. Mann, ich kann ja gar nichts machen gegen den. Ey, ich habe gar nicht auf den Knopf gedrückt, glaube ich.
Mann. Bleib doch mal locker, Mann. Du bist ganz aufgeregt. Ah, die. Und hopp. Und hier ist ja nichts. Oh, was ist denn jetzt? Oh, jetzt ist ja was kaputt gegangen. Ah, warte mal, die Kurbel. Hol du mal die Kurbel. Ah, ich lerne dazu. Okay, jetzt gewinne ich. Hoffentlich kann ich die Kurbel. Ja, Mann. Pass mal auf, und ihr bringt jetzt mal. Ja. So, gib mal den Ritter die Stange da. Gib. Oder okay, nee. Doch, nee. Ich muss mich mal an diese Steuerung gewöhnen. Mach mal das dazwischen. Scheiße. Okay, dann gib ihnen die Stange hier. Nee, runterfallen lassen. So, okay. So, ihr bleibt jetzt hier weiter oben. Du nimmst die Stange. Komm, wir gehen. Dann der Mensch. Nein. Oh, das war kein. Wow. Los. Jetzt. Nee, da, genau, da. Ja, Mann, jetzt, pass auf. Okay, hey. Jetzt. Ein einziger Schritt. Hey, hat er nichts geschafft. Aber das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Das bringt uns jetzt, oder? Warte mal. Kann ich da jetzt rein irgendwie vielleicht? Da ist jetzt da unten Wasser kaputt. Da ist ein Eimer. Was mache ich jetzt mit dem Eimer? Sky, um Gott. Dich gepfeif. Na gut, ich habe auf jeden Fall erstmal einen Eimer. Vielleicht kann man so. Das Wasser sieht geil aus, Mann. Ich kann nicht irgendwas auffüllen. Füll mal auf mit Cola. Mach voll. Cola. Ah. Nicht Cola? Sicherungskasten. Ich brauch irgendwie einen Sicherungskasten. Mann! Was mache ich denn jetzt? Da oben war ja nichts mehr weiter, oder? Geh mal ganz nach oben. Ditte da.
Ja, vielleicht muss ich. Vielleicht muss ich das als Souvenir bringen oder so. Hier hast du einen Eimer. Oh, sure. That's a trinket worthy of the cave gift shop. Pff. In stupid universe. Ach komm schon. Oh, sure. That's a trinket worthy of the cave gift shop. In stupid universe. Das ist aber ein schöner Eimer. Nimm doch den Eimer, Mann. Kann ich hier durch? Guck mal, da unten sind lauter Sachen, ob man die benutzen muss oder so. Ja, nu? Was mache ich nu? Ich kann ja jetzt nichts mehr machen. Ups. Mensch. Alter. Den Eimer kann ich doch da oben nicht gebrauchen, oder? Oder hier nehmen. Ja, hier oben ist ja nichts mehr. Vielleicht den Eimer ranhängen nehmen. Ach, warte mal hier, das ist ein Eimer-Dings. Und jetzt? Ah, jetzt konnte ich die Sicherung nehmen. Warte mal. Dann. Dann müssen wir jetzt auch in die Sicherung reinmachen. Nein. Hier jetzt. Machen wir jetzt hier rein. Jetzt gibt's erstmal einen Hotdog, Junge. Okay, ich nehme Hotdog. Ah, damit locke ich das Monster. Jetzt habe ich dich, Alter. Hier, gib mal mehr. Genau, eine Büchse. Was gibt's noch? Hä? So, dann. Gut. Kann ich die Wurst auch essen oder was? Ich habe jetzt genug getrunken. Gib mal die Wurst. Nee, die Wurst. Die Wurst. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Okay, die Wurst. Jetzt krieg ich ihn. Warte mal, das heißt, jetzt muss ich natürlich auch. Ah, jetzt mache ich die Wurst auf den Spieß, dann sieht das Monster den Ding und dann muss ich ihn greifen. Ja, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich, Digga. Ich habe dich, Mann. Du bist jetzt fällig, Alter. Jetzt habe ich dich. Ich habe dich. Ich habe dich. Okay, du machst die Wurst, weil du bist ja größer und so. Und Dayo, das ist the cave, Digga. Jetzt habe ich ihn. Ich habe ihn am Sack. Ich habe ihn am Sack. Das heißt, wir haben jetzt ein Problem, weil ich möchte meine Stange behalten. Okay, dann geht der Ritter geht nach oben. Hier, Kinderchen, ihr könnt die Stange mal mit. Ihr geht immer die Sicherung holen. Nein. So, jetzt. Los, Kinderchen. Ich mache hier alles alleine. Ups. Nein. Runter. Los, lauf wie der Wind. Hü, hüpf. Oh, das war knapp gewesen, glaube ich. So, jetzt. Aber erstmal trinken wir noch was.
Genau, wir werden auch noch. Nimm mal die Wurst, man kann ja nie genug davon haben. Mach weg die Wurst. Mach weg die Wurst. Mach doch weg die Wurst. Lass fallen. Oh nein. Ah ja. Wo ist noch eine Wurst? So, noch eine Wurst. Hey. Oh. Warte mal, war hier die Wurst hin? So. Ich weiß ja nicht, ob es fehlschlägt. Lieber eine Wurst zu viel als eine Wurst zu wenig. Ja. Lass mal einen Schluck Cola nehmen. Komm, noch eine Wurst. So. Okay. Hey, die Wurst ist wieder weg. Die Wurst ist wieder weg. Ja, ich weiß, sicher. Sicher, sicher. So, das brauchen wir jetzt wieder. Ich habe gewonnen. Jetzt ist gleich vorbei das Spiel. Gleich ist das Spiel vorbei. Ja, ja. Bin ich ja richtig? Ja. Gleich haben wir gewonnen, Leute. Das ging schnell. Da habe ich das Spiel aber ziemlich Running-Dings durchgespielt hier. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Na los. Nee, mach mal die Kinder, lass die Kinder das da oben machen. Los. Ihr Kinderchen, habt dann eine Stange. Nein. So, jetzt. Nein, nein. Nee. Okay. Mach mal die Wurst dahin. Ah, ich glaube, wir sollten tatsächlich mehr. Oder vielleicht reicht der eine. Jetzt darf uns kein Fehler unterlaufen. Aber wenn beide an der Glocke stehen, kann man nichts falsch machen, oder? Ja, genau. Einer wird schon die Glocke ziehen. Also ich muss dann sofort hochschalten und dann sofort drücken. Wollen wir noch einen Test machen? Machen wir lieber noch mal einen Test. Okay. Hoffen. Ah, die Wurst mit hochgenommen. Was hat der denn da jetzt? Mach doch! Drück! Oh, gerade noch so am Schwanz gepackt, Alter! Und jetzt? Boah, ich hab's gerade noch so am Schwanz gepackt! Ob es sauer ist? Hallo! Alter, ich hab's gerade noch so am Schwanz gepackt. Ja, ich würde sagen, gehen wir einfach. Am besten hier geht's mal. Oh, das ist für die Zwillinge, oder? Süße Kinder und eine glückliche Familie. Aber ganz normal sind die beiden Kinderchen aber auch nicht. Geht's hier weiter? Oh, sind. Oh.
spring einfach mal runter. Ob die alle mitlaufen, wenn ich sag? Die kommen hinterher, oder? Die anderen. Ne. Ach, dann springe. Das war jetzt ein Klatscher gewesen. Entschuldigung. Ah. Das ist ja schön. Achtung, mit Anlauf. Voll mit Anlauf, Digga. Richtiger Bauchklatscher. Achtung, jetzt der Mensch. Digga, mach mal eine Arschbombe. Achtung. Juhu. Oh, der kann ja schwimmen. Okay, Mensch geht vor. Mensch. Na ja, mal. Oh, was denn jetzt? Ist das ein Zeichen, dass irgendwas... Nicht Flamme? Gut. Oh, da war was. Oh, da ist jemand gesperrt worden. Ach du Scheiße. Oh. Natalu. Du kleines, böses Mädchen, du. Ach nee, Vampir. Du kleiner, böser Vampir, du. Oh, oh, oh. Das sieht ja nach Dynamit aus. Leute. Das könnte jetzt etwas gefährlich werden. Okay. Hopp. Ah, Feuer und Dynamit. Und jetzt? Hallo. Ja, Servus, boom, ja, boom. Ah, hier, den Stein. Ah, jetzt habe ich kapiert. Aber ja, ich kann es nicht loslassen. Sterbe ich mit dem. Ja, Genara, dich gepfeifen. Warte, wir holen uns mal noch ein Stängchen. Komm, wir holen uns mal noch ein Stängchen. Okay. Achtung. Geh doch. Nein. Wow, Alter, er hat sich... Wow. Er hat sich... Wow. Guck mal, wie schön blau das leuchtet. Ich will das haben. Kann ich das haben? Das ist wie bei WoW. Bei WoW gibt es auch so eine neutrale Stelle, wo Horde und Allianz einkaufen kann und glaube ich, so ein Spawnpunkt, also so ein Flugpunkt. Und da gibt es so eine Höhle mit Kristalle. Wie heißt denn die Gegend? Weiß es jemand? Also, kennt jemand die Gegend bei WoW? In so eine Kristallhöhlen. Da kann Horde und Allianz gleichzeitig landen und so. Kennt die jemand diese Gegend? Nicht Zangramarschen. Zangramarschen ist es nicht. Ich weiß nicht, wie die Gegend heißt. Oh, da oben. Oh, die kommen hinterher. Dario hat noch nie gespielt. Noch nie WoW gespielt? Schwach, Digga. Schwach. Wir gucken erstmal hier. Das ist der Preis. Hol mal den. Ja, wie kriegen wir jetzt den Preis nach oben?
Soll ich jetzt den ganzen Weg wieder hochlaufen oder was? Die Stange ist ein bisschen behindernd, oder? Also die behindert uns jetzt so ein bisschen. Vielleicht reicht ja schon ein Preis oder so. Geh doch mal. Hallo. Oh. Oh, er kann damit gut umgehen, glaube ich. Okay, dann nehmen die Kinder den Preis. Kinder, holt ihr mal den Preis jetzt. Einen Preis haben wir schon mal. Aber ich kann keine drei Preise nehmen, weil ich habe eine Brechstange dabei. Oh, warte mal, vielleicht kann man da rüber springen. Oh oh. Na, ich dachte, es funktioniert. Na? Also ihn fällt, General fällt es nicht ein, aber er weiß es. Ich überlege, warte mal, die Kinder. Ah, nee, wir können ja gar nicht mehr zurück. Ich komme ja da gar nicht mehr hoch. Na toll, da muss ich jetzt irgendwann meine Brechstange loswerden oder was? Wenn ich drei Preise trage, ich glaube, der will drei Preise haben, der Typ da oben. Ja, toll. Ich komme ja gar nicht mehr zurück. Hm. Was ist jetzt los? Wir gucken jetzt unten nach. Oh, hier. Oh, da. Ah, ich weiß nicht, ob das gut ist. Geh du mal, mach du das mal. Warte, der Mensch kann auch mitkommen. Du kannst ja mal... Digga. Du kannst ja mal warten kurz. Bleib du mal da oben, okay? Wir gehen ja weile hier. Der Ritter kann am besten schwimmen. Ist da der nächste Preis oder was? Nimm. Krater von Unguru ist das neben Antanaris. Und yes, was habe ich gewonnen? Da drinnen gibt es eine Quest in der Höhle. Krater von Unguru. Nee, das ist ja da mit dem Dinosaurier. Doch, könnte sein, dass das die Höhle ist mit diesen Edelsteinen und so. Tanaris. Wow, Tanaris. Wahnsinn, Alter. Lang nicht mehr gehört diesen Namen. Tanaris. Jetzt wird meine Gitarre ja nass. Hier, Gitarre für Tanjo. Der hat doch welche kaputt gemacht bei den 51ern. Hier, Tanjo, wenn du mich hören kannst, hier ist deine Gitarre. Ich habe eine Gitarre für Tanjo geholt. Los. Das heißt schon zwei Preise. Cool, oder? Jetzt haben wir es fast geschafft, das Spiel. Bin fast durch. Weil ich habe ja schon zwei Preise. Danach ist das Spiel bestimmt vorbei oder so. War easy. Dann habe ich auf jeden Fall easy hinbekommen.
Nimm mal, lass bloß, wehe, du lässt es da stehen, sag ich dir. Und los. Easy. Nicht so voreilig, Cosima. Ne, die Kinder zuerst. Kinder zuerst. Was denn jetzt? Verbeugst du dich? Danke dir. Los, ihr zuerst. Ah, das ist eine Leiter. Da geht's nach oben. Mach mal jetzt. Okay. So. Mit den Kindern stimmt irgendwas nicht. Ach, guck mal, ein Fahrstuhl vielleicht. Da ist ein Aufzug, guck mal. Mann, mit den Kindern stimmt was nicht. Ey, das ist das dritte Ding, das ist das dritte Ding. Ja, aber ich kann es nicht nehmen. Warte, vielleicht kann ich ja mit dem Fahrstuhl das an meine Stange wiederholen. Warte mal. Wir legen das mal hier hin. Vielleicht brauche ich die Stange später noch. Mann, mit den Kindern stimmt was nicht. Ja, diese Namen hört man selten, wenn man nur in Endlevel rumspielt. Habe früher auch auf Twinks gehabt, sehr viele, und bin zurzeit auch Classic Surfer unterwegs. Wie gesagt, das ist die Hölle von Angus. Wenn man nur Endlevel rumspielt. Was kriegen wir denn? Oh, einen Totenschädel. Ah, guck mal, die ganzen Goldtaler. Geil. Komm, Kinder, hört auf damit. Vielleicht passiert es, wenn die zu lange rumstehen oder sowas. Okay, los, drück mal Knopf. Und komm was? Cool, los, alle rauf. Schnell, bevor der Fahrstuhl wieder hochfährt. Warte mal, vielleicht können wir die Stange mitnehmen. Lass fallen. Lass fallen, die Stange. Doch. Doch. Lass doch. Lass fallen, die Gitarre. Doch. Nicht, na gut. Ja, ne? Jetzt geht's los. Ach, hier sind wir wieder. Okay, warte, warte. Nee. Los. Nimm mal mit. Wir lassen hier nichts liegen. Ja, wir lassen hier nichts liegen. Doch. Na dann, du Schlafchen, träum mal schön. Und mal, ging's hier nach oben? Alles gar nicht, sag mal ja. Ja, hier ging's nach oben. Nee. Nee, warte mal. Nee, da war gar nicht. Nee, da. War da oben war gar nicht das Restaurant, oder? Das war, glaube ich, gar nicht da oben. Oder? Nee, das war, glaube ich, gar nicht da oben. Nein! Nein, bitte nicht! Geil, Mann. Ich habe sogar noch eine Wurst, wenn ich Hunger habe. Seht ihr?
General ist auf Arbeit. Ich kann nicht ins Bett gehen. General, schlaf schön. Ich bin auf Arbeit, schlaf schön. Ich bin auf Arbeit, schlaf schön. Weißt du, bist du, keine Ahnung, bist du Nachtschicht-Busfahrer? Weißt du, bist du Busfahrer? Lässt nebenbei so irgendwie laufen, so streamen? Schlaf schön. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt nochmal die Glocke schlage? Warte mal, ich will nochmal die Glocke schlagen. Warte mal, ich schlag mal nochmal die Glocke. Warte mal, gab's hier noch was? Nee, okay. Warte mal, es ging hier noch weiter. Ah, oh, okay. Ah, okay, jetzt, ich wissen, wo ich bin vielleicht. Pass auf, den ärgere ich jetzt. Pass auf jetzt. Hey, du Ratte, du, hier. Ob ich ihn wieder... Oh, ich habe eine Wurst geschenkt bekommen. Hä? Hä? Gib ihm die Wurst. Hey. Oh nein, jetzt kriege ich mein Teil nicht mehr. Ah, Gott sei Dank. Ob ich ihn wieder runterlasse? Geht das überhaupt? Ich glaube ja, warte mal. Ich bin ja kein Unmensch. Ich lasse dich wieder frei. Wenn es geht. Okay, locker bleiben. Ich lasse dich wieder frei. Ich bin ja kein Unmensch. Gute Nacht. Weißt du, Busfahrer guckt nebenbei so Stream und sagst durchs Mikrofon. Sagst du durchs Mikrofon, gute Nacht. Die Fahrgäste, Alter. Meine Damen und Herren, gute Nacht. Ich leg mich dann jetzt auch. Ich leg mich dann jetzt auch. Oh, komm, ich lass dich wieder runter. Lass ihn runter. Komm schon. Lass ihn doch runter. Komm schon. Ach, sei doch nicht so ein Spielverderber. Ist nicht meine Schuld. Ich wollte dich runterlassen. Du darfst nicht runter. Warte, ich sag. Tut mir leid. Du darfst nicht runter. Ich hab's probiert. Du musst noch ein bisschen hängen, okay? Hier, für dich nochmal. Das soll jetzt kein Triggern sein. Ja. Hier, komm. Wow, guter Sprung. Epic Sprung. Wow. Mann, mit dem Bein stimmt echt was nicht. Ja, Mann. Hoch. Ah, cool, ich dachte, ich muss die jetzt alle drei holen. Cool. Guten Tag, da sind wir alle. So, wir haben Souvenirs mitgebracht aus unseren Abenteuern, die wir gerade bestanden haben. Willst du sie haben? Aber was kriegen wir von dir dafür? Wir würden gerne von dir haben... Eis. Eis. Schokoladeneis, Vanilleeis und Walnusseis. Ja, die Gesichter der Fahrgäste werden zu episch. Ins Bett. Sag mal noch durchs Mikro, der Pilot übernimmt jetzt. Well,
that's one trinket. A far cry from three trinkets. Ich hab alles dabei. Put that back where you found it. Down here in the cave gift shop, we prosecute shoplifters to the fullest extent of the law and then some. It usually involves beatings and reading poetry. Huh? Put that back where you found it. Down here in the cave gift shop, we prosecute shoplifters to the fullest extent of the law and then some. It usually involves beatings and reading poetry. Wie bringt zurück? Trinket numero two. Oh, Mama, kein Scheiß. Maybe I didn't pay attention during math class, but two is less than three. Ich dachte schon, ich wollte schon sagen, also hör mal auf jetzt, ja. Hier. Und jetzt noch dein... Ah, the third glorious trinket. I have to say, you have surprised me. I figured you'd give up after one. Ja, nur... Oh, right. Sorry. Ja... Alter, Abzocker, du. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Dann wollen wir erstmal aufhören an der Stelle hier? Weil wir haben es ja erstmal geschafft, ein bisschen. Denn da geht es jetzt weiter, sozusagen. Können wir eigentlich abspeichern? Well, that was a close one. It does bode well for our intrepid spelunkers that they navigated that maze of intrigue. I have high hopes for this group. Much better than the last. I think they may still be down here. I should probably get them out. Nothing scares away the tourists like a rotting corpse. Ah, echt? Geschafft! Dann gehst du jetzt auch nicht. Komm, wir gucken. Wir gucken mal, ob wir hier rauskommen. Ja, speichern. Cool. Da würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal Pause. Die Musik von ihm. B-Lock hier, um das Spiel zu beenden. Vorige Speicher da werden überschrieben. Okay. Wow. Schön. So, dich. 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 So, würde ich sagen, für die YouTube-Leute erstmal vielen Dank. Haben wir erstmal ein bisschen gespielt und so. Und ist gut. Gefällt mir. Finde ich ganz gut, muss ich sagen. Und können wir weiterspielen auf jeden Fall. The Cave. Yeah. Habt ihr das Monster gesehen? Das habe ich am Schwanz gepackt. Ob man das immer am Schwanz packt oder ob ich das wirklich am Schwanz gepackt auf den... Also nur man packt es sowieso immer am Schwanz. Oder habe ich das tatsächlich am Schwanz gepackt? Oder würde man es auch anders greifen können oder so? Das ist die Frage, ob ich es wirklich am Schwanz gepackt habe oder ob man es auch anders greifen kann oder sowas. Wahrscheinlich auch mit dem Kopf, oder? Aber ich habe es tatsächlich am Schwanz gepackt, gerade nur so. Ansonsten hätte ich noch eine Wurst draufpacken müssen. Ja, aber ich habe es geschafft, Mann. Ja, Mann. Ich bin wieder nicht wundern, ich bin ein bisschen fertig vom... Wir haben gestern getanzt und so, ein bisschen so, weißt du, und ja, deswegen ein bisschen verwirrt gerade so. Mhm. Okay, Abflug, verwirrten Abflug.